Die Holkenbrink-Preisträger 2008 sind die Firma Natus in Trier und die Floss Zimmerei und Blockhaus GmbH aus Schönecken. In Anwesenheit von Ministerpräsident Kurt Beck wurden die beiden Unternehmen aus der Region Trier am Donnerstag ausgezeichnet. Den Preis ausgelobt hatten die Wirtschaftskammern HWK und IHK, die Universität sowie die Fachhochschule. Der Holkenbrink-Preis wurde zum 10. Mal verliehen. Er zeichnet herausragende unternehmerische Leistungen im Wirtschaftsleben aus, durch die neue Produkte und betriebliche Strukturen geschaffen werden. Zudem sind es Projekte, die einen bedeutenden Beitrag zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftskraft leisten. In seiner Laudatio lobte der Trierer Handwerkskammerpräsident Rudi Müller die beiden Unternehmen als innovative Vorbilder. In diesen Unternehmen ist langfristiges Denken, also Denken in Generationen, zu Hause. Unsere beiden Preisträger sind hierfür eindrucksvoll belegt. Hightech für den Weltmarkt und soziales Engagement für die Region Trier kennzeichne den Schalanlagenbauer Natus mit seinen über 600 Mitarbeitern. Bei Floss Zimmerei und Blockhaus lobte die Jury die innovative Dynamik und die hohe ökologische Verbundenheit.